Ja, Baka, du bist zuletzt ein bisschen kürzer getreten, wurdest ein bisschen geschont. Wie geht's dir aktuell? Immer besser. Ich bin jetzt auch eingestiegen mit der Mannschaft, trainiere jetzt mittlerweile voll mit. Ich fühle mich gut und bin bereit fürs Wochenende. Das ist schön zu hören. Wir hatten ja gerade einen richtig guten Lauf, dann der Corona-bedingte Ausfall gegen Sandhausen, dann Länderspielpause. Glaubst du, die lange Pause war jetzt eher hinderlich oder war das gut, um auch mal durchzuatmen zwischendurch? Ich glaube schon, dass es auch gut war. Die letzten Wochen waren sehr intensiv, zuletzt auch mit der englischen Woche, mit sehr eng aneinander getakteten Spielen, die teilweise auch über 120 Minuten gingen. Und deswegen glaube ich schon, dass die Mannschaft das auch irgendwo gebraucht hat, jetzt mal durchzuschnaufen. Jetzt geht's wieder voll los, englische Woche. Bevor wir mit Sandhausen und Schalke gleich zwei Heimspiele haben, geht's erstmal nach Darmstadt. Die Lilien ja zuletzt richtig aufgeblüht. Zu Hause fast alles gewonnen. Wie wollt ihr das Spiel angehen am Samstag? Genauso wie jedes Spiel. Druck machen, pressen, aktiv sein mit und gegen den Ball und das auf den Platz bringen, was uns die letzten Wochen stark gemacht hat, unabhängig davon, wie stark momentan der Gegner ist.